als je dit project moet samenvatten, is het... Er komt iets op ons af wat heel ontwrichtend gaat zijn. En ik denk dat het beste is dat je daar nu al op anticipeert. Jij stuurde mij een Twitterbericht en ik kwam erachter, jij bent, het is ook wel wonderlijk, je bent een Amerikaanse hoogleraar met roots in Nederland en Duitsland. Je bent op Goethe gepromoveerd, dus je bent een Germanist en houd je met literatuur bezig. En op een gegeven moment heb je gedacht, ik maak de volledige switch, klimaatverandering is zo belangrijk, ik ga me inzetten om onderzoek te doen naar de culturele aspecten rondom klimaatverandering in Nederland en Duitsland. Ja, precies dat. Ik kwam tegen jou aan en tegen Marjolein. Marjolein met meebewegen en dat tekening van een Nederland of een laag Nederland dat onder water zit. En bij jou in het water met een koffer op je kop. En dat je dat was bij Marjolein ook, hè, want je zag daar Duitsland. Alleen maar in die tekening werd Duitsland aangegeven. En jij deed het in het Duits. En ik dacht, meine Güte. Een Nederlander die zich bewust is dat het over de grens gaat. Ik voelde mich een beetje unsicher in die deutsche Sprache. En deswegen dacht ik, vielleicht wäre es schön, wenn ihr mich zuerst am Anfang auf Niederländisch begrüßen würdet. Also ich gehe wieder weg, dann komme ich zurück und dann sagt ihr alle sehr laut, wirklich so laut wie möglich, je bent welkom. Du bist willkommen. Darf ich das üben oder? Nein, glaube ich. Je bent welkom. Oké, okay, viel Erfolg. Okay. Also. So there is a plan B. Well, maybe there isn't, but everyone talks about plan B. And it's the alternative to the water defenses that the Dutch have set up, right? Plan B. And it became clear to me that Germany and the German border is an important part of this conversation, but people weren't talking about it. And I thought, why not call this exhibition Plan D, D for Deutschland? Das ist zu uns gekommen, weil ich einfach versuche, natürlich als Direktor oder als Team haben wir ein Gespür dafür, was lebt in den Niederlanden, was sollen vielleicht auch Niederlande sich selbst mal realisieren. Das ist das Szenario, weil wir alle fossile Energieträger brauchen und sehr schnell. Ik ben een fysisch geograaf, ik werk bij de Universiteit Utrecht. Ik ben eigenlijk altijd met het ontstaan van Nederland bezig, vooral in de... Het kwartair, dat is de laatste 2,5 miljoen jaar. En daar hoort het Holoceen bij. Dat is de laatste 10.000 jaar. En toen is Nederland eerst door zeespiegelstijging ontstaan. En daarna door de mens gebruikt. Er zijn al die polders en dijkjes langs de rivieren gelegd. En in de veengebieden. En zo is Nederland geworden wat het uiteindelijk geworden is. En ik weet dan zowel wat de mens daaraan gedaan heeft. En wat natuurlijk was en is. En hoe oud alles is. Dat de stuwwallen, de heuvels van Arnhem, dat die 150.000 jaar oud zijn. En de stranden 5.000 jaar oud. En de ligging van de Rijn ongeveer 1.500 jaar, de Waal in Nederland. Dus dat is mijn achtergrond eigenlijk. En nu was het dan de vraag, kan je ook een toekomstkaart tekenen? En dan ja, trek je dus opeens wat je weet van... het gebruik van Nederland en wat er natuurlijk en niet natuurlijk aan is, trek je dan door in een nieuwe situatie met veel meer zeespiegel. Veel hogere zeespiegel, maar liefst 18 meter. Want de vraag was het meest extreme scenario, dat moet je tekenen. Wil je dat? Nou, oké. Okay. Kan natuurlijk maar één kaartje in zo'n artikel. Het is niet een wetenschappelijke studie, maar wel een schets van nou ja, als er dit gebeurt, dan betekent het dit soort dingen. De nieuwe Randstad is Nijmegen, Arnhem, Enschede,
Maastricht, Aachen, Dortmund, Münster und so weiter. Also das können Sie sehr schön in diesem Bild sehen von VER. In den Niederlanden wird sehr intensiv gesprochen über, wie beschützen wir uns. Die reden gern, wenn Sie dort gucken, anfangs, da sehen Sie die vier Strategien, die Adaptationsstrategien. Das heißt seewärts, bescherme open, bescherme gesloten und meebewege. Über die drei, wo es um Schutz geht, da reden Niederländer sehr, sehr gern. Aber über meebewege und was dahinter steckt, zurückziehen, da wollen die Niederländer eigentlich nicht so gern reden. Und das ist auch nachvollziehbar, warum das der Fall ist. Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, dass diese Bilder hier ausgestellt werden. What is really nice for us is that we are here, because the first thing that we did, we asked ourselves, how radical could the future of the Netherlands be if we look ahead 300 years? So in order to get a kind of grip on this possible radicality, we thought, let's look 300 years back. And in fact, we are now at the place where the Netherlands was born. 375 years ago, not that much longer. So before that, the Netherlands as a sovereign state didn't even exist. We were Spain. Liebe Gäste, herzlich willkommen im Friedenssaal des Rathauses zu Münster. Hier in der alten Ratskammer trafen sich früher die 24 Ratsherren, zu denen auch die beiden Bürgermeister gehörten, zweimal in der Woche zu den Ratsversammlungen. Als Gäste erreichten sich Niederländer und Spanier. Ihren Friedensvertrag hatten beide Gesandtschaften am 15. Mai 1648 hier in der alten Ratskammer feierlich geschult. Damit entstand ein neuer europäischer Staat, die Niederlande. In the meantime, in this period of 300 years, we took steps of 50 years. And at a certain moment, we were France. And at another moment, we were the Netherlands and Belgium. So all the boundaries of the Netherlands in these 300 years shifted all over the place. We owned Indonesia at a certain moment, which was really weird. So, and not only the terrestrial boundaries shifted, but also the border between the sea and the land was radically changing in these 300 years. And what we also discovered in these 50-year steps is that in every 50 years there were floods, always. And that didn't stop after the delta works or after the Afsluitdijk. There were still floods. The Afsluitdijk was made in the first half of the 20th century, but in 1953, we had the big flood in Zeeland. Then we made the Delta works, but only 2 or 3 years ago, you probably remember it well, we had the floods more inland in the river system. So we thought if we extrapolate this history of radical events to the future, 300 years, and we just start writing this future, what kind of steps are possible and what kind of radicality could you envision? And then we thought, perhaps this is not so radical, actually. This is perhaps more logical than thinking that it would be just the same as today. Perhaps that's a more radical thought than this. Nu al plannen maken is belangrijk om erover na te denken. Dat is in het verleden ook gebleken. De sluizen in de Afsluitdijk heette niet voor niks Simon Stevin sluizen. Die goede man die had al 200 jaar daarvoor plannen gemaakt voor de Afsluitdijk. Dus toen werd er al over gesproken. En ook later, in de tweede helft van de 19e eeuw, zijn er vaak plannen gemaakt. Ook voor de Afsluitdijk, ook voor de drooglegging van de polders. En uiteindelijk kwam die Afsluitdijk er pas in de eerste helft van de 20e eeuw. Johan van Veen
ging al in de jaren 20, 30 waarschuwen voor de... voor het ontbreken van veiligheid in de Zeeuwse Delta en waarschuwde al voor de beperkte veiligheid daar. En moesten al plannen voorbereiden die in de politiek toen langzaam gewicht kregen, zodat ja, toen de ramp eenmaal gebeurde, was de politiek ook meteen overtuigd van die plannen. Dus je hebt wel een periode nodig om de geesten rijp te maken voor... Ja, enerzijds visionaire ideeën, maar anderzijds ook gewoon rekening houden met ja, wat er gebeurt. Gewoon beschrijven hoe de situatie is. Want het zijn eigenlijk geen doemscenario's, maar het is gewoon beschrijven wat de trends zijn en wat je ziet. Nou, als je over nadenkt, dan gaat het heel erg over tijdgeest. Dus het gaat erover van hoe staan we er nu in. En nu staan we erin dat we nogal van het behoud zijn. Ja, en het meest logisch is, en dat is wat volgens mij de natuur tegelijkertijd in deze tijdframe aanwijst, is dat er verandering is eigenlijk de enige zekerheid. Dus beweeg nou mee. En wat we proberen te doen met die plan is heel veel meebeweging te laten zien. Zowel naar links, naar rechts, naar het midden, naar achteren, naar voren, maar ook weer terug. En ja, het is niet een waardeoordeel, maar meer een poging om te begrijpen wat er zou kunnen gebeuren en hoe we zouden kunnen reageren. Kan je beter 100 jaar over nadenken en het dan doen dan het in, geforceerd in 10 jaar te moeten organiseren. Kunnen wij even een selfie maken? Dat vond ik fantastisch. Heel mooi, bedankt. The Dutch have been gambling with the sea for centuries. The land winnings have been good, even if there were occasional busts. With storm surge barriers up their sleeves, it seemed like the game could go on forever. But there's a new game in town. Come here, big guy. If you like high-stakes gambling with a whole new level of risk, this game's exactly what you're looking for. Let's check out the Dutch gambling profile. What are their strengths? They have an integrated water defense system, a dedicated money stream, a fleet of world-class engineers, scientists, and architects, and a whole lot of attitude. We live in the safest delta on Earth. Our dikes will protect us. That attitude may not be a strength. What about their weaknesses? 26% of the country is below sea level. An additional 34% is vulnerable to river flooding. They're so confident in their technology, the public tends to forget about risk. And that's before we add in climate change. Scientists cannot rule out the possibility of 2 meters of sea level rise by 2100, or 5 meters by 2150. 5 meters. Ich bin sicher, da kommt ein Tag, dass euer Gesundheitsminister Karl Lauterbach sagt, es gibt eine neue Welle in Anmarsch, aber diesmal eine orangene Welle. Und leider, wir müssen lernen, damit zu leben, weil wir uns gegen die Holland-Variante nicht impfen können. Das wird er sagen, liebe Leute. Inwiefern sind Sie bekannt mit der orangenen Gefahr? Die kommen ja jeden Tag. Manche sind auch schon da. Ja, ich bin als Erster gegaan, um zu kijken, ob das werkt. Ich kann alleen mal sagen, es ist hier fantastisch. Ja, wenn man sich mit Klimawandel beschäftigt, dann ist das eine Vorstellung, die ist nicht abwegig. Meeresspiegel steigen, das weiß man. Ne? Aber die Holländer sind ja gut im Deichbau. Habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein. Ich sehe das nicht so echt akut eigentlich. Je houdt er wel eens rekening mee, maar dat is tot nu toe eigenlijk alleen maar een beetje sarcasme als het ware. Wir scherzen daar schon lange drüber. Dus ik heb ook mijn huis heb ik al tegen mijn kinderen gezegd. Jongens, houd het binnen de familie, want er wordt nog veel geld waard. Ook als gemeente doen we heel veel aan milieu en duurzaamheid. Maar ja, dit is nog een laagje extra. Dit is nog even een stapje verder denken dan wat we nu al doen. Patrick hat mich gebeten, Sie aufzufordern, sich vorzustellen, zweierlei. Eins, für die 2 Stunden, die Sie hier sitzen, sind wir in Deutschland.
Und Sie sind Deutsche. Viele von Ihnen sind wahrscheinlich Deutsche, aber manche nicht. Das Stück hier ist für ein deutsches Publikum. Tun Sie, als ob Sie Deutsche sind. Weiß nicht genau, was das heißt, aber wir werden sehen, okay? Und ansonsten glaube ich, das war alles, was auf meiner Liste steht. Also genießen Sie bitte diese Aufführung. Wir kennen unsere Geschichte nicht. Also wir wissen eigentlich nicht über unsere Geschichte. Und das ist sehr wichtig. Wir singen in unserer Nationalhymne Bin ich von deutschem Blut, weil wir so verbunden sind mit Deutschland. So uns Königshaus zum Beispiel hat eine Geschichte von hunderte Jahre von Geschlechtsgemeinschaft mit Deutschen. Sehr lange, sehr lange. Also unser heutiger König zum Beispiel, Wilhelm Alexander, ist von seinen Vorfahren her bereits 87,5% Deutsch. Und der Rest ist Bier. Also, er ist völlig deutsch eigentlich. Ja, ja, ja. Und das wissen wir nicht, aber auch unsere Geschichte mit Wasser kennen wir eigentlich auch nicht. So, wir haben auch hunderte Jahre von Geschichte mit Überschwemmungen. Holland hat eine Geschichte von hunderte Jahren mit Überschwemmungen. Und nicht nur an der Küste, aber auch Zevenaar zum Beispiel und an der IJssel. Und überall 55% der Niederlande sind von Überschwemmungen bedroht. Aber wir sind es vergessen. Wir sind es vergessen, seit wir in 1953 eine riesige Flut hatten in Seeland. Und danach haben wir die Deltawerken gebaut. Ein riesiger Deich. Wer kennt die Deltawerke? Jeder, glaube ich doch. Das ist ein riesiger Deich. Haben wir 40 Jahre lang angearbeitet. Genauso lange, wie ihr an die Flughafen in Berlin gearbeitet hattet. So lange haben wir da angearbeitet. Ja, ja. Und seitdem fühlen wir uns sicher. Aber die Deltawerke, die sind bestanden gegen den Anstieg des Meeresspiegels von 40 Zentimeter. 40 Zentimeter. Aber jeder Forscher in der Welt, der etwas von den Ozeanen weiß, sagt, am Ende dieses Jahrhunderts wird es sicher 80 Zentimeter oder vielleicht 1,20 Meter sein. Und wir sind noch nicht angefangen, darüber nachzudenken, was wir tun müssen. So, ich weiß nicht, wer kommt oft in Seeland? Wer liebt Seeland, ja? Und hast du auch Fotos? Super, weil bald ist alles weg. Und deswegen bin ich heute Abend hier, bevor in Holland die Deiche brechen. Ich bin ervan overtuigd, dass Menschen de Gefahr nicht ernst genug nehmen. Het kann viel schneller, viel hoger sein, als man denkt. En daarom is het belangrijk dat men daarover praat. De beste manier, dat weet jij ook heel goed, beste manier om hierover te praten is met humor. Ja. Dan bereik je mensen. Jij doet het door theater, ik met mijn poltergeist-video's en zo. En nu zijn we samen, doen we iets samen en we gaan ook iets heel speels doen. Wir spielen miteinander, als ob das jetzt hier der Friedenssaal wäre und als ob es wirklich darauf ankäme, dass wir Deutsche, Niederländer und ein verrückter Amerikaner, dass wir versuchen, im Voraus schon auf einen Frieden hin zur Hand zu verhandeln, der den Klimawandel zurechtkommt oder zurecht wird. Ne? Heel hartelijk welkom in Vreden. We zijn gelukkig, we zijn trots dat er zoveel mensen onze uitnodiging zijn gevolgd en naar Vreden gekomen om met elkaar te onderhandelen over een nieuwe vrede van Münster. En misschien zal deze kamer later bekend staan als de Vredezaal van Vreden. We freuen ons riesig dat ihr da seid. Und dass ihr auch mitmachen möchte. Das Wort mit ist ganz, ganz wichtig. Mitbewegen, das ist eine Bezeichnung für eine Strategie, mit dem Meeresspiegelanstieg umzugehen. Meebewegen. Gaan we de stormvloedkeringen dicht houden? Dicht maken? Dan gaan we jullie groene pad doen. Of houden we ze open? Passen we het sluitpeil aan en maken we hogere dijken? Of gaan we hier kiezen voor meebewegen waarin we beginnen met een transitie? En hebben we pech en er gebeurt van alles op Antarctica, met name de ijskappen, dan kunnen we ook meer dan 15 meter krijgen. En zelfs als de opgave, de hele grote uitdaging, waarbij we eigenlijk vanuit het nu
alles wat je nu doet, zou eigenlijk moeten voortbouwen met een adaptief plan, hè, met alle stapjes die we hebben. Het is een supergrote opgave, maar als je het opbreekt in kleine stappen, dan kun je ergens naartoe bewegen, zodat je je ook kunt aanpassen. En ondertussen zien we dus die nieuwe investeringen. Windmolenparken op zee, uitbreiding van de bollenteelt en van landbouw in de kustzone. Huizen die overal gebouwd worden, soms op plekken waar we de dijken willen gaan versterken. Diepe polders die volgebouwd worden met 1 miljoen woningen of bedrijventerreinen. En allerlei ontwikkelingen in de uiterwaarden waar ook huizen gebouwd gaan worden. Nou, de vraagtekens geven al aan dat je eigenlijk na moet denken of je dat op dit moment wel wil doen. Volker is historicus en komt uit Vreden. En Jos, jij bent... Fysiograaf. Fysisch geograaf. Fysisch geograaf. Dus een... Hoe noem je? Jij bent beter of omgekeerd? Zo ongeveer, ja? Dus natural sciences, human sciences, geisteswissenschaften, natuurwissenschaften. Nu wil ik jou, Jos, en jou, Volker, vragen. Wat betekent het dat jij nu hier zit en dat jij samen met een kamer vol Duitsers en Nederlanders in, niet in Hoog-Nederland, maar naast Hoog-Nederland, hier in Duitsland, dat wij over deze dingen praten? Ja. Waarom is dat belangrijk? Wat betekent het voor jou? Ja. Nou, wat Marjolein eigenlijk net geschetst heeft, dat is dat Nederland op het gebied van waterbeheer echt wel ook een hele technische traditie heeft. Hè. De deltawerken is natuurlijk het toppunt van techniek. En in het kennisprogramma Zeespiegelstijging, dat onderzoeksprogramma wat ik net liet zien, staat die techniek ook heel erg centraal. Hè. Die twee oplossingsrichtingen beschermen open en gesloten. Dat is nog steeds techniek. En ook die zeewaartse oplossing is heel erg veel techniek. Maar ja, het kan zijn dat ook de techniek op een gegeven moment tegen zijn grenzen aan gaat lopen. En daarom is dat meebewegen toch een hele belangrijke oplossingsrichting om te verkennen. En ook vanwege al die investeringen die de komende jaren gaan plaatsvinden, waar we toch rekening mee moeten houden. Dus we moeten eigenlijk in Nederland een beetje uit onze comfortzone komen. En ik merk dat zelf ook. Dat is gewoon heel spannend. Het debat over deze oplossingsrichtingen in Nederland is al een beetje begonnen. De oplossingsrichting meebewegen is door heel veel mensen met heel veel skepsis en hoon ontvangen. Maar we moeten het toch in beeld brengen. En voor mij is het gewoon een hele spannende ontdekkingsreis. Waar allerlei nieuwe elementen van cultuur en sociaal-economische dingen aan vastzitten. Dus ik vind het heel fijn om dat samen met jou te ontdekken en samen met Matthijs. En ja, samenwerking met Duitsland is dan natuurlijk onvermijdelijk. En dat is nog eens een keer een extra dimensie die het zo spannend maakt om dat te doen. En ik, voor mij is dit de eerste keer dat ik zo actief in meebewegen meedoe. En dan meteen in Duitsland. Ik moet zeggen, ik word er echt wat verdeel van. Maar dan met de sessie die we gisteren met Patrick hebben gehad, waarin eigenlijk al uitgesproken wordt, jullie zijn welkom. Geeft het mij wel heel veel vertrouwen om dit pad verder in te zetten. Ja. Ja, dank je, Jos. Heel mooi. Ja. Volker, zelfde vraag aan jou. Wat betekent dit voor jou als een historicus die uit Vreden komt en hier in het Kult als wetenschappelijke medewerker werkt? Wat betekent het voor jou? Is een statement, dat was een statement waar ik graag zou willen aanknopen. En dat was uit de comfortzone komen. Dat heeft te maken met die lange traditie. Als we terugkijken naar de 80-jarige oorlog, dus het begin van wat geëindigd wordt door de Vrede van Münster, dan is dat de opstand tegen Spanje. En verschillende steden, ook in deze streek, wisselden de bezetting. De opstandelingen veroverden Zutphen. En in 1572 wordt het heroverd door de Spanjaarden. Pas in 1590 vertrok het Spaanse leger uit Zutphen. En op dit moment begon de Zutphenaren met plannen de Berkel bevaarbaar te maken. Dus dat is het, uit de comfortzone komen. Iets
overwegen iets beginnen, iets nieuws beginnen. En dat wilden ze samen met Duitsland maken, of met Duitse steden. Met Vrieden, met Stadloon, Jeschau en Coesfeld. Dus de Berkel bevaarbaar maken om nieuwe mogelijkheden, kansen. Er was sprake van kansen gisterenavond. Wat zijn de verschillen tussen Duitsers en Nederlanders? En de Nederlanders zien de kansen. Dat was iets wat in die tijd is gebeurd en waarmee men toen begonnen is. Het heeft lang geduurd. Pas 50 jaar later, in 1646, kwamen de eerste twee schepen vanuit Zutphen naar Vreden. Maar die onderhandelingen begonnen in de tijd van 1590-91. En dat is iets waarmee we nu een klein stapje beginnen kunnen. Onderhandelen met elkaar. Hoe kunnen we een positieve toekomst vormen? Want dat is dat wat ik echt belangrijk vind met deze ontmoeting, met deze vredesonderhandelingen. Ja. Als früher alle so weiter, da gab es ja wirklich noch Vorurteile. Da gab es nach jedem Fußballspiel an Grenzen, gab es Schlägereien und solche Sachen. Gab es ja wirklich früher. Da ein Enschede, klarer Bruch. Hier in Deutschland, Nederland, und dann gab es ja. Und das, ja, heutzutage nicht mehr. Gibt es echt nicht mehr. Ich habe so das Gefühl, die Holländer lieben Deutschland. Also auch für, weil es ist so ordentlich, die Leute sind so nett. Ne, so schon, also das höre ich so von meinen Freunden. Ja. Die konden Energie haben, ja, en dan had hij daar zijn palet staan. En dan greep hij de tubus en dan ging hij. Zo ging dat, hè? Mondriaan deed dat weer anders, maar. Ik liebe eigenlijk deze art, deze Offenheit, met veel Bewegung. Genau. Und ja, het macht mir einfach Spaß. Meine Freundin is met een Niederländer verheiratet. Ich suche noch einen niederländischen Schwiegersohn. So, Karim hat uns erzählt, dass heutzutage es gibt keine legale Grund, um Flüchtling zu sein, wenn es um Klimakatastrophe dreht. Das ist für uns ein wichtiges Punkt, dass wir das möglich machen, so dass es legal sein muss. Dankeschön, Georg. Das Allerwichtigste ist, dass wir einander so oft wie möglich treffen. We hebben ons eerst voorgesteld aan elkaar, dat duurde wel een uur. En pas later ontdek je de waarde daarvan. Want dan weet je niet alleen maar wat iemand zegt, maar ook waar het vandaan komt. Yeah. Welke kennis eronder ligt, welke betrokkenheid eronder ligt. En dat is de waarde van een goede kennismaking. En dat is ook wat ik bij jullie groep gezien heb, dat elkaar treffen, hoe belangrijk dat is. Schöne Gespräche, man hat Zeit gehabt, auch mal wirklich über Sachen nachzudenken, wo man ansonsten im Alltag gar nicht tiefer einsteigt. Mit so einer leuke, diverse, große Gruppe, vanuit allerlei verschillende Organisaties. Ja. Ja, ist ontzettend leuk om te zien. Dus we hebben heel veel geleerd, we hebben heel veel gelachen. Ik heb hele interessante, leuke mensen leren kennen vandaag, waar ik echt heel dankbaar voor ben. En ik heb zo'n idee dat dit sowieso niet de laatste keer is dat we elkaar zien. Ja, super. Het allerlaatste woord. Rond 1900 schreef de Twentse streekhistoricus Jacobus Johannes van Deinze een kort gedicht. In het heideveld de grenspaal staat. Hij scheidt er land en land. Daarover echter reiken steeds der Mensch die Hand. Ja. Im Heideveld der Grenzstein steht, erscheidet Land von Land, darüber aber reiche stets der Mensch dem Mensch die Hand. En dat doe ik. Ja, ich glaube auch, dass was Sie auch sehr oft gesagt haben, ist, was man mitnehmen kann, das ist eigentlich eine Gemeinschaftsaufgabe, die kein Land alleine lösen kann. So. Und ich finde immer, und das merke ich hier immer in der Zusammenarbeit, wie wichtig auch für diese Themen einfach Europa ist. Und ja. Ich glaube, wir haben ja in vielen Konstellationen, auch mit der Euregio hier, als erste Euregio hier in der Region, die jetzt in ganz Europa sozusagen salonfähig geworden ist, glaube ich, zeigen wir hier einfach auch ganz konkret vor Ort, dass Europa hier im Kleinen passiert. Das Success von Europa fängt an hier im Grenzgebiet. Musik
Name ist Werner Brandt. Ich wohne hier auf dem Bolandshof. Hier sind wir sozusagen auf der Grenze zwischen dem Rheinland, Westfalen und dem niederländischen Achterhoek. Ich hatte über die Veranstaltung Der neue Frieden von Münster gehört, über eine Ausschreibung vom Kult. Und als ich die Ausschreibung gelesen hatte, war ich ganz neugierig und dachte, da könnten wir gut auch als Bürgerinitiative mitmachen und unsere Ideen und Erfahrungen einbringen. Wir können mal eben ein paar Meter hier durch den Garten gehen und dann haben wir einen Blick auf den Dingsbergwicker Beinstall, den Dingsbergwicker Bienenstall mit den einheimischen Bienen, wobei einheimisch hier bedeutet, das sind niederländische Bienen, die in Deutschland niederländischen Honig produzieren. Die Bürgerinitiative Dingsbergwick ist entstanden aus einer Protestbewegung gegen eine Kiesabgrabung. Und die Energie, die wir aus diesem Kampf gewonnen haben, die haben wir dann in den Jahren darauf investiert in die Dorfentwicklung. Und zwar in die Dorfentwicklung im regionalen Kontext über die Grenze. Also wir haben uns von Anfang an schon vom Namen her, aber auch von der Ausrichtung dafür interessiert, was passiert auf der niederländischen Seite und was passiert auf der deutschen Seite. Das ist manchmal anstrengend, aber es ist auch sehr interessant zu gucken, wie der Achterhoek sich entwickelt, wie die Gemeinde Aalten sich entwickelt, wie mit dem Bürgermeister, den wir jetzt, glaube ich, seit 5 Jahren haben, auch die Zusammenarbeit zwischen Aalten und der Stadt Bocholt sich entwickelt hat. Da passiert so viel, dass es einfach Spaß macht, da ein Teil davon zu sein bei dieser Entwicklung. So, tschüss, bis nachher. Hallo, hi. Ja, schön, dass du da bist. Hi. Ich wollte eine Ferienwohnung in der Achterhoek kaufen. Die waren eigentlich ziemlich teuer. Ich komme aus Den Haag, ich wollte für meine Entspannung hier dann im Wochenende sein. Und ja, dann sitzt man wieder zwischen die Den Haager, die Rotterdamer und die Amsterdamer. Also ich war noch nicht so begeistert. Dann habe ich beim Makler ein Schild gesehen von diesen Häusern, mehrere waren das. Und ich habe den Preis einfach nicht glauben können. Die waren recht billig für einen Holländer. Mhm. Ja? Dann habe ich mich schlau gemacht und dachte, das ist doch viel besser als ein irgendwo auch schon Park. Ja? Mhm. Dann habe ich das gekauft und habe da sehr schöne Wochenende verbracht. Und dann habe ich meine neue Frau kennenlernen. Ja, und dann war die Frage, wo wohnen wir? In Den Haag oder in Süddeutschland? Sie hat da ihre Arbeit als Wienerin gefunden. Dann habe ich gesagt, ja, Zuiderwijk liegt so ungefähr in die Mitte. Ja. Und dann sind wir beide hierher gezogen. Ab dann war es unser Wohnsitz. Ja, ich finde das Leben hier toll. Ich meine, ich hatte das nie erwartet. Es ging mir nicht darum, an die Grenze zu wohnen. Das war ja Zufall, weil dieses Haus mir gefallen hat. Mhm. Aber dann haben wir, meine Frau und ich, eine Galerie, Fotostudio hier geöffnet, in einer Halle, ein bisschen weiter. Und da haben wir auch ihre kennenlernen, Werner, Johannes, Freek, alle die Typen hier. Und da haben wir gemerkt, wie sehr die Zusammenhang hier ist in die Bevölkerung. Und wir sind auch wirklich direkt aufgenommen. Mhm. Ja? Ja. Also das ist sehr schön, die Landschaft ist traumhaft. Aber ihr tut natürlich auch eine Menge dafür, um aufgenommen zu werden. Es ist keine schwere Aufgabe, euch zu integrieren. Ja, okay. Das kannst du besser beurteilen. Ja, klar. Das sage ich gerne. Ja. Naja, man macht sowas, Freiwilliges. Ich bin Fotograf und Designer. Also zum Beispiel das Schild habe ich dann entwickelt. Die wollten Dingsbergwick ein bisschen klarer machen für das Verein auch. Und mir ist dann eingefallen, wir könnten die 2 Verkehrsschilder nehmen, die 2 Ortsschilder. Und die haben unterschiedliche Buchstaben. Wenn man richtig gut guckt, sieht man das auch. Die Punkte sind verschieden. Das sind verschiedene Schriftarten. Links ist rund und der Rest ist eckig. Und die Farbe ist dann die echte Farbe. Mhm. Und das war noch nicht so leicht, weil man möchte natürlich gleichwertig haben. Ne? Also nicht, dass Dingsbo so groß ist und dann klein weg. Nee.
Also so haben wir das dann gemacht und das hat einen riesen Erfolg. Das ist einer der lustigsten Dinge, die ich gemacht habe. Es war ja nicht unbezahlt, aber ich habe mehr Spaß dran gehabt als manche Auftrag, weil es ein eigenes Leben lebt, das Schild. Das ist eine Marke, das steht jetzt auf Bücher über Zusammenarbeit in Europa, steht es auf dem Cover, gibt Postkarten hier im Dorf darüber. Ja. Es ist mittlerweile ins Haus der Geschichte in Düsseldorf in die Ausstellung aufgenommen. Gut, es steht natürlich an beiden Seiten vom Dorf beim Eingang. Und jeder redet jetzt über Dingsparvik, ja, das Doppeldorf. Das ist interessant hier, Friede und Recht, das ist ja genau unser Thema. Und das ist für mich verbunden auch mit der Tatsache, dass wir hier grenzüberschreitend an der Entwicklung des Dorfes arbeiten. Wir haben als Bürgerinitiative auch teilgenommen an den ganzen Vorarbeiten, an den Planungen für die Zentrum Visi Dingsbelo. Denn das ist unser gemeinsames Zentrum. Und das finde ich ganz toll. Ja, was, ich denke, wir hoffen beide für die Zukunft, dass das auch tatsächlich so friedlich läuft. Ja. Gut, da muss auch der Mensch eine innere Umwandlung machen. Er muss verstehen, dass er, auch wenn er total und nicht einverstanden ist mit der anderen, dass er ihn doch braucht und dass man irgendwo einen anderen findet. Ja? The Dutch word for accommodate is meebewegen. Let's call it moving with the flow. We've got to lower the ramparts, give water more room, release the prisoner, and negotiate peace. In places, we'll have to retreat. But here's why. Meebewegen is about restoring the dynamic and generative partnerships that are the heart and soul of the Dutch Delta. Pumping station of Europe in the Netherlands. And the biggest pumping station of Europe is there. And it consists of 6 pumps. And this pump is one of them. And you might not see it, but this is a person. Yeah. So this is a person, this is the pump. We have 6 of them. Yeah. And they're vulnerable. But it has a total capacity of 260 cubic meters per second. There. But if we need to get rid of the entire Rhine and Meuse River in a peak discharge, we are talking about 19,000 to 20,000 cubic meters of water per second in 2050. 260, basically 20,000 cubic meters per second. You do the math. Is this a realistic scenario or not? Or do we trust innovation? We kunnen de toekomst over 100 jaar niet voorspellen. Maar bepaalde bijvoorbeeld natuurlijke processen, die zijn een gegeven. Dus laten we sommetjes maken waar we dat kunnen. Maar laten we ook verkennen wat voor sociale aspecten we tegenkomen. Wat voor economische aspecten, wat voor landschappelijke aspecten. Het gaat om elk van die onderdelen en samen leggen we de puzzel. En daar komt ontwerp bij kijken. Maar we moeten echt niet een soort van het visiesysteem uit het oog verliezen. Dat vind ik heel belangrijk. Because we have messed up so much already, our systems are so unnatural that preserving a little bit what is there will not be enough. We need to develop a different relationship. Ich fand es sehr spannend, dieses Format zu haben, wo man sowohl in so einer spielerischen Art und Weise über Themen spricht, die doch sehr ernst sind und sehr bedrückend sind. Und dann halt irgendwie versuchen, so einen neuen Ansatz dazu zu finden und dann halt ins Gespräch zu kommen mit unterschiedlichen Leuten, die jetzt halt nicht in diesem akademischen Rahmen arbeiten. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und dann haben wir nachgedacht, also was hat sich alles abgespielt in unserer Familie. Und dann auf einmal hatten wir alle schon etwas damit zu tun gehabt. Wir wollen also, wenn es um Grenze geht, wir wollen nicht mehr, dass die Grenze abgrenzt, aber wir wollen auch nicht die eigene Identität
loslassen. Wie hast du es gefunden, das Morgenprogramm? Ich fand es sehr gut. Also ich fand diese Abwechslung gut, wenn man das so sagen kann. Das heißt, alles dreht sich ja um den Klimawandel, aber trotzdem auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, diese Vorschläge, wie man es irgendwie lösen kann mit der Natur oder ob man doch irgendwie den Deich weiter ausbauen muss oder ähnliches. Aber auch das mit den Flüchtlingen fand ich sehr interessant. Diese Statistiken, wie viele Flüchtlinge gibt es momentan schon, wie viele Klimaflüchtlinge, was wäre, wenn das wirklich so kommt mit den Niederlanden. Und sehr gut. Das Ende meiner Vorstellung endet immer mit einem Lied. Und das Lied, ich werde es nicht singen, aber es geht so. Ich bin schon mein ganzes Leben gewisserweise auf der Flucht. Vor meiner Angst, vor Bedrohung, vor Stress und meiner Sucht, vor orangener Gefahr, vor grün und gelb und rot und vor dem Tod. Ich bin auf der ganzen Erde herumgewandert auf der Jagd nach einem Heim, einem Standort, dem Platz, der sicher macht. Nur ein Ort, wo alles ist, das fand ich sicher nicht. Doch, ich fand dich. Nur du sprachst nicht meine Sprache, dus ich konnte je nicht verstehen. Bis ich hörte, je bent wel. En nu wil ik niet meer gaan. Und wenn ich unruhig bin, dann sagst du stets zu mir, er bleibt doch hier. Ich fühle mich grenzenlos zu Hause. Grenzenlos zu Hause, grenzenlos zu Hause bei dir. So was brauche ich mehr als dieses. Die Unterschiede sind so klein und wenn wir uns nicht verstehen, lasst uns denn sprachlos sein. Und wenn du unruhig bist, dann sage ich zu dir, es gibt ein Wir. Ich fühle mich grenzenlos zu Hause, grenzenlos zu Hause, grenzenlos zu Hause bei dir. Ich fühle grenzenlos Vertrauen, grenzenlos Vertrauen, grenzenlos Vertrauen bei dir. Willkommen und danke dir. Wat is onze hoop, ja, Patrick? Kijk, de hoop zit op heel veel niveaus natuurlijk. Ja. Dus de grootste hoop is natuurlijk dat we naar een ander soort manier van denken gaan. Waarbij de toekomst meegenomen wordt en de omgeving meegenomen wordt. En waarbij het veel minder is het manifesteren van het ego of zo. Maar dat is een soort breed iets wat ik hoop dat in beleid zou kunnen plaatsvinden en dat soort dingen. Maar... Nou ja, ik geloof heel erg in dat je soms vakjes moet openen bij mensen. En dat het vanaf dat moment onderdeel wordt van het denken. En ik hoop dat we dat doen. En die vakjes die open moeten, is dat je er ook met humor en met levenslust en met energie naar kunt kijken. Hoe somber het verhaal van klimaatverandering ook is. Dat je echt wel degelijk invloed kunt uitoefenen. En dat het ook wel degelijk samen niet alleen kan, maar ook moet. En dat dat samen veel groter is. Het is zo'n groot probleem of zo'n groot ding, dat je moet grenzen slechten om dat op te lossen, denk ik. Mm-hmm. Yeah. Er zijn overal grenzen. Er zijn ook grenzen die bijvoorbeeld klimaatwetenschappers ervan houden om over deze dingen te denken. Dus een hoop die ik ook heb, is dat door dit project wij een proces in gang zetten waar wetenschappers bij Deltares, bij Utrecht of Delft, Wageningen enzovoort, dat ze ook veel meer op het culturele letten en dat ze ook open worden om meer over meebewegen en verplaatsen na te denken. Ja. Ja, de vraag is toch, is hoeveel grond heb je gekocht in Oost-Nederland? Waar zit je belang? Wij gaan naar Ierland. Oh ja.